den Norden Deutschlands und ja, in meinem wunderschönen Wohnzimmer am meinem Computertisch und ja, und spiele Sims 2. Naja, ich habe es gerade begonnen. So, ich starte es mal. Ja, wir haben eine Kurzfolge unser Baby retten können, weil es gab da ein kleines Problem mit der. Mach mal langsam. Mit der. Wo die Schnauze aber laut. Mit der Nahrungsversorgung. Und zwar hatten wir nämlich einen so einen kleinen Standardkühlschrank und dieser ist eben halt nicht fähig. Der war nicht fähig. Ja. Kindernahrung zu kühlen oder bereitzustellen, was auch immer. So, jetzt sind wir da. Wir haben jetzt. Die Weihnachtssachen habe ich alle weggemacht, hoffentlich. Ja, sind alle weg. Habe ich sonst noch was verändert? Ich hoffe nicht. Ohne euer Beisein. Okay. Ja, dann machen wir wieder eine kleine Folge. Und ja. Dann beschleunigen wir mal. Gehen wir erstmal einen höher. So. Oh, schauen wir unseren Kleinen hier mal zu. Ich muss mal gucken, wie er heißt. Wie heißt er? Kann ich gleich anklicken? Kann ich das mal klicken? Ich kann ihn hier anklicken. Salim. Okay, wir kommen auf den tollen Namen. Das war bestimmt eure tolle Idee. So. Schlafen alle. Alle schlafen. Schlafen. Der Schlaf der Gerechten, nicht wahr? Das könnte ich jetzt eigentlich 15 Minuten durchziehen und dann habe ich eine schöne Schlaffolge für euch. Hm? Hatte was. Ich habe das nun leider keine Schlafmusik parat. Deswegen beschleunigen wir jetzt mal und hoffen, dass sie schnell ins Grüne kommen. Baby schläft. Es regnet. Oh, die Schattenfuchs. Ah, die Schattenfuchs sind mir gedankt. Oh. Mann, was soll denn das? Ah, die Schatten mache ich mal erstmal wieder. Ah, das war Schatten. Irgendwas war mit den Schatten. Man muss sie nicht ausschalten. Man kann die Schatten einfach reduzieren und dann funktionieren die wieder, soweit ich weiß. Sichtweise, Nachbarn, Dekoration. Schnee, war das hier nicht mit den Schatten? Schatten, ah, Mittel, genau. Schatten machen wir auf Mittel. Nur annehmen, so. Yep. So. Und dann ist alles wieder gut. So. Dann wieder raus hier. Dann gehen wir wieder ins Spiel. Zack. So, jetzt haben sie. Gut, Schatten, Mittel bedeutet gar keinen Schatten zu haben. Alles klar. Und er schaut nach draußen. Bett machen. So. Was hat er für Bedürfnisse? Hygiene, auch der hat ein paar Sachen. Liste, die wir fit machen. So, wegwerfen. Dann hat er Hunger. Hygiene, okay, Hygiene. Rumbasteln, Sprühbad nehmen, baden. So. Was hat sie für Extreme? Harndrang. Ach Gott, Gott, Gott. Nächstes Mal. Oh, ja. Baby muss gewindelt werden. Gewindelt werden. Oh, Mann. Was für Wörter benutze ich? Ja. Genau, leg jetzt mal. Genau, auf den kleinen Kühlboden legen. Eine gute Idee. Nein, dann spielen. Windel wechseln. Mach mal den Baden weg. Hm. Kann ich dann liegen lassen? Ja, du? Ja, natürlich. Ich hab der Papa. So, alles klar. Und dann kannst du endlich die Bade schon. Frisch servieren, Omelette. Natürlich legt er noch einen kalten Küchenboden.
Muss man machen. Babys sollte man immer auf den kalten Küchenboden legen. Ich kann es nur empfehlen. Diese Pferde, die sind wirklich verrückt. Hier liegt das Baby auf dem kalten Küchenboden. Hier guckt doch das Baby auf den Boden. Nein, ich glaube es nicht. Hier liegt das arme Würmchen auf dem kalten Boden. So. Naja, gut. Aber ich habe hier die Aufgabe. Hol den Nübel. Lagabu! Dazu legen. Mokka, was hat die jetzt wechseln? Müssen wir mal auf die Zicke wechseln? Sie hat Spaßmangel und hat Hunger. So, gib mal hier ein bisschen mit Hannes chatten. Sozial, Freund ist gut. Auch schön, Job suchen, Spielern hier. Spiel doch mal das Pferd hier. So. Also, spielst du so. Spielen Sims, das ist Sims. Also, das ist ein Spiel. So. Palinka. Okay, wenn es Spaß macht. Oh Mann. Spielst du was anderes? So. Das actionreich ist, so. Ich gucke jetzt immer, dass hier diese Knöpfe gefördert sind. Und was ihm herum hier, der hat auch Mangel, Spaß und Hygiene ist auch ganz extrem Problem. Was ist denn das für Essen? Den Bock werfen und dann kann sie ja gerne weiterspielen. Ich weiß nicht, ob sie arbeiten muss. So. Alles klar. Das wird schön. Die Freunde sind sozial kompetent. Dort ist ein Netz. Maiga bada. Dort ist ein Flop. Mine war doch gut. Nach sozial bitte. Indem sie mit Freunden oder Nachbarn What telephone? Na was habe ich? Tschüss, viel Spaß bei der Arbeit. Zur Arbeit. Der muss um 11 Uhr erst zur Arbeit. Das heißt, er hat ein bisschen Zeit. So. Er nimmt sein verdientes Sprudelbad gerade. Da steigen wir Hygiene vor. Das ist gut. Spaß machen das aber immer noch nicht. Also, wir haben eine Haushälterin, die aufräumt. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir viel Geld, ne? Wie geht's noch wach, oder? Ja, weiß nicht, sieht wach aus, ne? Ja, liegt da so rum und guckt. Bisschen so einsam, ne? Aber ich muss ihn leider, muss leider dein Papa ein bisschen in den grünen Bereich bringen, der ist echt runter. Ups, was ist denn das wieder? So, dann kann ich das hier nochmal, nein,
ja, Fußballbau. Fußballbau macht Spaß. Ja, Fußballbau. Ja, dann können wir das mal benutzen hier. Benutzt das mal und dann. Bitte da bleiben! Hat Spaß? Nein, so richtig Spaß macht das nicht, ne? Schon ein bisschen albern, ne? Wenn das so ein erwachsener Mann macht. Sehr blöd! Krasser Scheiß. Ah, sehr blöd! Please, genug gespielt. So, die EU sieht nicht aus. Auch nicht verpixelt. Skripte gibt es nicht mehr zum Entpixeln oder so. Die finde ich jedenfalls nicht. Und die, die ich gefunden habe, die funktionieren nicht mehr. Ist hier auch nicht so schlimm. Das fällt mir zwar nicht, aber. So. Oh, hier, die Folge ist gleich zu Ende schon wieder. Ich habe nicht viel geschafft. Außer ein bisschen Essen kochen, Bibi sauber machen, Sims selber zu baden. Essen liegen, so machen wir auch noch. Ah, da sind wir auch. Hier ist der Rennen, alles klar, wunderbar. So, muss da schon arbeiten. Wie spät haben wir es denn? In einer Stunde. Ja, da ist er schon. Auch unter der Rostlaube noch. Wir sind ganz am Anfang. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, mich von euch zu verabschieden. Und hier wird dann sehen, was die nette Familie Steiner. Ja, nach der Arbeit anstellen. Christiane kann okay. Oh, was haben wir denn hier nochmal? Nina bringt gerade die Verspätungsmeldung. Verspätungsmeldung ins Büro der Sekretärin. Als eine bestürzte Mutter mit ihrem Sohn im Schlepptau zur Tür hereinstürmte. Halt, ruft die Mutter Nina zu. Du darfst die Verspätung nicht melden. Erstaunt informiert Nina die Mutter darüber, dass sie das sehr wohl darf. Auf Knien flieht die Mutter sie an, es nicht zu tun und erklärt nervös, dass ihr Kind das dritte Schuljahr wiederholen muss, wenn es noch einmal zu spät kommt. Und dass es ja nie seine, sondern immer ihre Schuld war. Nina hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder gibt sie die Verspätungen weiter und folgt die Vorschrift, oder sie drückt mal ein Auge zu und lässt die Meldung unbemerkt verschwinden. Verspätungsmeldung ändern. Verspätungsmelde abgeben. Ignorieren. Verspätungsmeldung ändern. Ah, Nina möchte nicht, dass Kinder für die Fehler ihrer Eltern bestraft werden und entscheidet sich, dem Kind noch eine Chance zu geben, zurück in die Klasse zu gelangen. So schreibt sie die Namen der Kinder auf der Liste auf ein Blatt Papier und entwirft ein algorithmisches Wortproblem, das mit Hilfe von Brüchen, Kopfrechnen und Buchstabenübungen entschlüsselt werden muss. Der Schüler braucht eine Minute, um die Fakten zu analysieren und zwei weitere, um seine Antwort aufzuschreiben. Und hier stellt er freut fest, dass die Frage perfekt beantwortet wurde, aber sie freut sich noch viel mehr, als ihr klar wird, dass die Rektorin die ganze Lektion mit angesehen hat, die sie die Situation wie ein wahrer Erzieher gehandhabt hat, wird Nina zur Hilfslehrerin befördert. Oh, schön. Das ist gut. Da ist sie schon zurück, ne?
ja super. Aber ich wollte jetzt eigentlich beenden. Und mir hat es nicht Spaß, jetzt immer noch nicht. Chimichu! Aufräumen. Und dann kannst du nochmal eine Runde. Nehmen wir eine Runde. Ich hab schon ein bisschen Laune gekriegt. So. Ja, das ist schon ein bisschen Geld, die ich dir gemacht, ne? Ja. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Und Bravo! Ach schön. Mistova! Die Olle. Ja, da habe ich ja nichts für. Nee, war das nicht. So. Ja, das hat Spaß gemacht. Hm. Gut, dann muss das auch Spaß machen. Wie geschläft oder? So, mal schauen. Liebeswach. So, Knotten und auch Schirm. Das macht auch viel Spaß. Da liegen die Umgebung herum. Was ist das Problem hier in dieser Etage? Das kriegt ihr doch nicht hier rein, oder? Hm? Kommst du nicht klar mit? Ah, Timon, nun du Buff. Wie siehst du das? Dama dama gu. Mama mama mu. Hallo Magnu. Das hast du nicht gesagt. Tupa tupi du du. Steigt der Spaß dabei? Oh, ich hab's gar nicht geguckt. Tutu Shikana Mugu. Flishimato. Hat hier keinen Spaß? Oh, Spaß. Oh, Spaß. Okay, dann musst du halt den... Babage! Lern ja. Wow. Gaga. Gutama. Gutama. Okay. So, dann muss ich ihn leider mal säubern. Und dann, so. Und ich muss aufhören. Das ist eine gute Möglichkeit. Pass mal kurz hierher und ich... ich hab da auch wieder auf den Kopf jetzt. So. Ja. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss und ja. Wie kann ich später da speichern wir sie jetzt halber nochmal. Und dann verlassen wir die Hütte. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.